Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Medium und ja, wir legen direkt los. Mir ist dieses Bild eingetaucht vom letzten Mal und ich hoffe, dass uns das irgendwie weiterbringt hier. Sieht ja ganz schön aus, ne? Vielleicht ist es etwas, was er mal gemalt hat. Ich weiß es nicht. Aber wir werden weiter in die Hey tiefen Richard. Abgründe von Richard gehen. Bet you can't catch me. Alter. What? Schau. Hey, wait up. Ich laufe einfach mal jetzt inzwischen in den Garten. Come on, Richard. My arms are getting tired. Almost done. Oh, ein kleiner Künstler. Und wer hat ihn das weit gebracht? Anscheinend nicht. Trotzdem ist er zum Killer geworden. Ist interessant herauszufinden, warum so ein Mensch zum Killer wird. Eigentlich, oder? Mal schauen. Laufen wir mal da links. Come on, Slowpoke. Hier rein. Okay, es gibt hier verschiedene Wege. War einfach nur ein Ehegarten. Oh, die haben ein Picknick gemacht. Here. I'll try to bring more tomorrow. Thank you, Richard. I can't tell you how much this means to me. Okay. Hat sich also hier mit so einer kleinen Lady getroffen. Heimlich anscheinend. But what is it? It's something very important. Promise me you'll keep it safe. Okay. This way, silly. Da war das Essen gerade, ne? Okay, dann gehen wir hier weiter. Rose? Rose! Deswegen die ganzen Rosen, weil sie Rose heißt. You'd get lost in there. Me? I've been waiting here for ages. I was starting to get bored waiting for you. Hey. Hey. You see that? Oh. A storm's coming. It's a big one. We should probably go. Same spot tomorrow? I'll be there. Ihm ein bisschen vorwarnen mit diesem hellen Licht. Ist er blind von? Cute, Richard. Real cute. So, where do we go from here? Okay, ja. Darauf drückst du dann. Ich kann nicht so viel machen. Aber ich kann es mir nochmal angucken, okay. Gut. Dann gucken wir, wo wir jetzt hinkommen. Hier können wir wieder rauskommen. Ja, dann gehen wir weiter. He's someone who can take care of us. But I can take care of you. I promised Dad I'd protect you. I know, honey. And he would be so proud of you. But sometimes, a brave heart is just not enough. Echt, wir sind echt mit einem kranken Hirn drin, ne? Nur so nebenbei. So, nächste. Hey, come here. I need you to do something for me. I need you to bring me that thing. You know which one. Yeah, real specific. Ach so, that's okay. Muss mal hier um. Ah, da warte. Was haben wir da? Ah, okay.
Buch. Das Necronomicon von dir, Tanz der Teufel. Kennt ihr das? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber... Okay, dann legen wir das Buch mal dahin. Vielleicht bringt das ja was. It's taking so long. Oh, what? You want a bedtime story? I'm not your goddamn mother. Dieser Gürtel, der ist auch nicht so schön, glaube ich. Das hat auch irgendwas zu bedeuten. Man weiß bloß nicht was. Okay, er hat viel geraucht. Wenn er viel geraucht hat, wird er auch viel getrunken haben. Okay, das Bild ist kaputt von seinem Vater. Zu sehen, okay. Hurry up! I need it. Useless. Just like his mother. Das Bild bringen? Why the hell would I want that? You miss your daddy. Real fucking charmer, that one. Gott. Zum Spasti. So. Das braucht er wahrscheinlich auch, weil er Alkoholiker war. Oh, you little shit. I'll teach you some respect. Was für ein Schweinehund. Ich kann nichts machen da, ne? The hell did you do to me? Ah, guck mal. Say back! Or I'll cut you again. Oh, hat sich gewehrt, okay. Ungrateful little fuck! Get the hell away from me! Gladly. Yes, ein bisschen Power. Kann ich da gleich rein? War hier noch irgendwas? Nee. Im Raum selber war hier auch nichts, ne? Ach, Schwede. So. Get away from me, you bastard! No! 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 Mommy! Hold on, Mommy! Doch alles erlebt, der gute Junge, ne? Die Sünde. No! Man muss sich vorstellen, sowas gibt es ja wirklich in der Welt, ne? Dass echt irgendwelche Kinder da misshandelt werden oder Mütter misshandelt werden. Schon grausam. Da müssten wir auch echt ein bisschen härtere Strafen haben. Oh, ein neues Bild. Ins nächste Bild. Sieht sich so ein bisschen, ne? Also. This place again, but not the same time. Okay. Das ist wahrscheinlich schon älter. Richard. Er hat ihn anscheinend immer wieder getroffen. Aber in den folgenden Jahren. I should be going. I'm sorry. It's all right, Rose. We can finish some other time. Oh, die hat ihn bestimmt verlassen irgendwann. Ist auch die, von der er geredet hat wahrscheinlich, ne? Unter der jungen Liebe, die ohne erwachsene Ängste aufrechterhalten wurde. Hello?
nichts. Richard, come out! Hm? Hier längs. Laufen vor allen Dingen, ne? Laufen wir mal hier längs. Schleichen wir mal hier längs. Don't worry. I'll keep you safe. I'll keep you safe. Ich weiß nicht, dass sie das erste Opfer von ihm war. Man weiß es ja nicht. Aber wenn ihm das so vorgeliebt wurde vom Vater, wie man mit Frauen und Kindern umgeht. Richard! Bisschen gruselig ist es schon. Ich würde hier nicht durchlaufen. Nur so nebenbei. Oh, wir sind wieder da. I waited for you by the maze. I was afraid something happened to you. I'm fine. I don't like being alone. Are you sure you're all right? I said I'm fine. Hey, if something happened, you can tell me. Alter, nerv ihn doch nicht, Mädel. Ich würde schon reden wollen. Just let me. Get the hell away from me. Dieses grelle Licht werde ich mir niemals gewöhnen. Okay, Richard. I get the picture. Doesn't change a goddamn thing. Nee, das glaube ich dir, dass dir das egal ist. Mord bleibt Mord, wenn er jetzt seine Tochter umgebracht hat. Oder ihr irgendwas angetan hat. Mommy? Weiß man nicht. What's going on? Listen to me, Richard. Listen to my every word. Some men will come to our house tonight. But why? What do they want? Shh, it's okay. I told them to come. Was sollen die machen, die Männer? The hell is this? No! Stay away from me! Stay back! Okay. Get away from me, you bastards! No! No! Let go of me! No, please don't! Na, hat die Mutter mal ihr Problem beseitigt, würde ich sagen. Heieiei. Any son of Poland who collaborates with the oppressor. Das erste Haus auf der linken Seite direkt am Fluss mit dem kalten Kirschbaum davor. Alten, Entschuldigung. Sie verstecken sie in der Speisekammer unter den Bodenbrettern. Sie lassen sie manchmal raus, damit sie sich die Beine vertreten können. Meistens später am Tag. Einige von ihnen gehen manchmal sogar nach draußen, wahrscheinlich um Nahrung zu suchen. Am besten kommst du nachts. Steals from, denounces, or otherwise acts against his compatriots. Okay. Oh, ist ja Kriegszeit gewesen wahrscheinlich. Commits an unforgivable crime against the motherland. Nein. Judengold. Oh, haben die ein paar Leute swiftly punished. Couldn't have happened to a nicer guy. Sie hat ihnen wahrscheinlich irgendwas erzählt, den Leuten. Sie kommen mal ruhig. Oh, Alter, dieses Licht. Die wahnsinnig. This is getting tedious. Rose, where are you? I'm sorry. Ach Mist. Hab ich gesehen, dass da so ein Ding war. Shit. Kurz heilen. Links. Ich kenne mich trotzdem immer nicht aus. Ich weiß jetzt nicht, welchen Weg wir laufen sollen. Please, I need you. I need to know you're
up. Das ganze Bild gibt sie mir noch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie in den Hügeln war und die sie versteckt haben. Der Mann hat die verpetzt und dann hat die Frau. He took her from me. Und dann hat der Mann. Der andere irgendwas gemacht. Man weiß wieso nicht was. Oder? Ich lieg vor. Nee, das ist ja so, ne? Weil der Krieg ist halt so. Man durfte die ja nicht verstecken. You took her from me! Gelaufen, oder? Nicht so recht durch? Gucken, wo wir längs kommen. Das war ja nett von ihm, muss man auch sagen. Ja, darum geht's. Okay. Jetzt sind wir wieder da, wo wir hinkommen. Ja, okay. Oh, guck mal da. This is it. What is that? No. You're not Rose? Is that you? Okay, Blix. Das ist jetzt echt abgespaced ein bisschen alles, ne? Cool gemacht. Das Bild. Precious little flower. Hi. Lily. Oh, oh. Die letzte Tür. Dann wollen wir mal reingehen und gucken, was da noch abgeht. Hey, ja, guck dir das an, das Viech da oben. Was passiert? Let's get this over with. Was wir hier genau machen sollen, aber kommen wir noch raus. Boom, explodieren. Monster, you say? And what does this monster look like? Sir, there's no time! Hurry, we have to get out of here! It's okay, Richard. Why don't you take a moment to catch your breath? Do I know you, mister? Are you one of my stepfather's friends? No, kid. I'm not planning on making any friends here.
I'm here just for you. No, what? No! Don't come any closer! Don't touch me! I'm sorry, kid. I know you tried to run, to hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you. Richard. Okay. It was pretty overwhelming at first. Thomas being like me, but different somehow. I guess I don't have to tell you. Das ist das Monster. Thomas? Who the hell are you? Beast. Oh. That's what he is. Hunted. Hounded. His whole life hiding, hoping they wouldn't find him. I gave him shelter. I gave him purpose. He could have been so much more. Instead, he chose to rot in this godforsaken place. I caught your scent, girl. You're him. Richard. I'm what's left of him. The bleeding wound. The sap drying on the stump. All because of her. Do I know you, child? You smell just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me because she had nowhere else to go. Where was her father then? Where were you? Oh, shut up! Stop acting like you ever cared about her! She was the light of my life, the warmth of my soul. Your soul has brought it away. There's barely anything left. Now, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. I am, aren't I? You ripped me apart. He burned me down and left me in the dark. He's a fiend, a monster. This man, Thomas, what is he? He's the one who butchers the soul, the one who breaks it. But you. Set me free. I can feel it. Please, do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me. Please. To not exist. That's all I want. So be it. Forgive me. Will you? I'm not your judge. I'm just the ferryman. Be gone. Richard. Okay. This time, it wasn't just a feeling. It was a memory. Had I been here before? Was I a part of the puzzle? This man,
Thomas. Was he a part of my own past? And then something clicked. That girl. It's me. But it looks like it was taken here, at Neva. Red house. Whatever it is, I can feel it out there. Like it's calling out to me. There. In the woods. Auf in die Wälder. So. Gott, ey. Not the space. Okay, es wird easy sein, hier durchzulaufen. Laufen wir mal runter und gucken mal, ob wir eventuell. Was richtig ist. Oh, guck mal, das ist ein Ausguck. Da können wir schon reingucken, oder nicht? Mehr sehen wir hier auch nicht. Okay, lassen wir lesen. Mein Liebling, habe ich jemals Lilian erwähnt, die Tochter von Mr. Rakshavitz? Sie ist heute 16 Jahre alt geworden. Das arme Ding konnte wegen ihrer Krankheit nicht mal ihren Geburtstag richtig feiern. Sie erinnert mich jedenfalls etwas an unsere Anna. Bei ihr ist es nächsten Monat soweit, nicht wahr? Ich wünschte, ich könnte da sein, aber Mr. Rakshavitz braucht mich hier. Ich muss bleiben, ihm helfen, so wie er mir geholfen hat. Ich liebe dich, dein F. Alter, guck mal, oh Mann, hier das kleine Bildchen. Der Naturpark Neva wurde durch die großzügige Regierung der Volksrepublik Polen gegründet. Okay. It sounded familiar somehow. Something from my early childhood, maybe? Was it even a place? Or something else entirely? Landscape Trail? Oder seltene Bäume? Aber genau hier beenden wir jetzt. Denn ich glaube, sonst wäre das zu spannend für uns alle. Nein, wir spielen das beim nächsten Mal weiter. Hoffe, ihr seid dabei. Und ansonsten, wie gesagt, schönen Abend und bis dann. Tschüss.